da möchte ich auch was zu beitragen. Und zwar möchte ich euch von meiner ersten großen Liebe erzählen. Und meine erste große Liebe, die hatte ich mit 3. Und sie hieß Trixie. Ja, es war nicht Papi, es war Trixie. Und Trixie war meine Babyborn, meine Puppe, mein Ein und Alles, mein Herz. Und Trixie und ich, wir waren seelenverwandt. Was? Ihr wart verwandt? Ja. Ja, waren wir. Ja, wir waren seelenverwandt. Ich hab alles für die gemacht. Mann, ich bin jeden Morgen eine halbe Stunde hier aufgestanden. Ich habe sie gewickelt, gefüttert, geliegelt, gestriegelt, geschlagen, gebumst. Ich habe alles für die gemacht. Und sie war mit einem alles und ich wollte es auch alles für sie machen. Und naja, irgendwann da war sie ganz traurig, so nach einem halben Jahr. Und sie sah auch traurig aus, sie hat nicht mehr gelacht. Und sie wollte auch nicht mehr überall dahin mit, wohin ich sie mitgenommen habe. Also am Strand, ans Meer, ins Bett, in die Badewanne, in den Garten, ins Schwimmbad, in den Freizeitpark. Sie war ja überall dabei. Und irgendwann wollte sie einfach nicht mehr. Sie wollte nicht. Und irgendwann sind wir da mal reden gegangen. Also Trixie und ich. Dann habe ich gesagt, Trixie, was für Beruf. Und dann haben wir geredet und dann hat sie mir ein Kummer erzählt und dann hat sie gesagt, Isa, weißt du, mich pisst alles an. Schau, ich trinke seit 6 Monaten, jeden Tag dasselbe, 3-mal täglich. Ist doch scheiße. Ich will mal Abwechslung haben, ich will mal ein anderes Getränk trinken. Ich will mal was anderes zu mir nehmen als mal nur Leitungswasser. Ja, kann ich verstehen. Ich stell dir mal vor, ihr müsstet jeden Tag 5 Maß trinken. Die meisten, die es vielleicht mögen, aber also, ihr wisst, was ich meine. Also immer dasselbe, ist doch langweilig auf Dauer. Naja, und irgendwann habe ich mir gedacht, okay Trixie, ich mach dich jetzt glücklich. Und dann bin ich zum Kühlschrank gegangen, mir ein Glas genommen, gesucht, was ich nehmen könnte, hab den Apfelsaft genommen, hab mir ein großes Glas eingeschüttet, hab so ein bisschen die Birne gekippt, dann habe ich Trixies Flasche genommen, Apfelsaft reingetan, zugeschraubt, Trixie ganz liebevoll auf den Arm genommen und dann ganz liebevoll reingesteckt, gedrückt und dann hat sie die Scheiße drin. Und als sie den Apfelsaft in sich hatte, sie hat gestrahlt. Sie war total froh, Mann, total extrovertiert und dass ich Mensch, ist ja genau das, wollte ich immer haben. Und das habe ich dann durchgezogen. Halbes Jahr, immer Apfelsaft, schön. Naja, also die Logik einer Dreijährigen ist auch sehr interessant. Weil, klar, als Dreijährige denkt man, die Puppe sieht innerlich genauso aus wie man selber. Herz, Lunge, Nieren, alles da. Man weiß natürlich nicht, dass die Puppe innerlich drehte, Schrauben, Schläuche hatte. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie Apfelsaft nach einem halben Jahr riecht. Aber es war nicht angenehm. Denn meine Mutter erzählte mir das. Ich habe es nicht so gemerkt aus lauter Liebe. Denn eines Tages da hatten wir mal einen Familienausflug. Ich habe noch 2 Brüder und wir saßen dann zu 5 im Auto, voll eingehängt. Und Trixie musste Bäuerchen machen. Nach der Apfelsaftkur, halbes Jahr. Mmh, yummy. Und dann habe ich sie genommen und habe sie über die Schulter gelegt, sie gestreichelt, ein bisschen geklopft. Und jemand hat es geschluckt. Aber richtig. Meine Mutter fragte, konnte sich jemand nicht beherrschen hier? Und wir alle so, wir waren es nicht. Also ich meine, wir waren es wirklich nicht. Aber meine Mutter hat es sowieso nie geklaut. Egal, was man sagt. Du warst es! Ja. So. Dann blieb es ungeklärt, wer es war. Meine Mutter hat dann einfach was getan, für was ich sie heute eigentlich innerlich noch sehr hasse. Es tut mir leid, Mama, ich muss das jetzt sagen. Es geht einfach nicht anders. Meine Mutter ist nämlich dann irgendwann nachts, sie hat Verdacht geschöpft, hört, ist sie in mein Zimmer gegangen, nachts so um 1, 2 Uhr, ist dann so reingetippelt, geguckt, ob ich schlafe, ganz liebevoll zugedeckt, Bett bei der Puppe gerannt und trinkt sie, hat sie ganz liebevoll rausgenommen und ist wieder rausgerannt. Ohne Witz, sie hat meine Puppe entführt.
sie aber besiegt. Keine Chance. Sie hatte verloren. Zum Glück. Aber hätte der Schimmelpilz gewusst, welcher Endgegner als nächstes auf ihn wartet, glaub mir, Freunde, er hätte die weiße Friedensflagge gehisst. Der nächste Endgegner war der Mülleimer. Knallhart. Ja. Und, naja, ich meine, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Aber wenn ich mein Enkelkind in den Müll schmeiße, ist es Mord. Ja, nicht? Ich finde schon. Ja, und dann lag die da und ich hatte Pech gehabt. Und meine Mutter musste sich natürlich schnell wieder aus einfallen lassen, weil ich hätte ja sonst Verdacht geschöpft. Also ist sie los. Eine neue Trixie besorgt. Das ist das Richtige, was sie machen konnte. Was sie leider nicht so bedacht hat, war, dass die neue Trixie quasi ein Update von einem Update von einem Update von einem Update von einem Update von einer alten Trixie war und dementsprechend komplett anders aussah. Andere Augenfarbe, anderes Gesicht, anderer Körper. Die konnte auf einmal viel mehr, die konnte richtig kacken gehen. Und ich, aus lauter Mutterliebe, ich hab's nicht gemerkt. Ich hab nichts gemerkt. Ich meine, hallo? Sie hat einfach so genommen, wie sie ist. Und naja, und als ich es dann erfahren habe, so mit 7, dass meine Mutter das getan hat, da war ich erstens wütend auf sie. Sehr wütend. Und zweitens habe ich Trixie abgestoßen. Ja, ich hab mir keine Mutterliebe mehr geschenkt. Ich konnte nicht mehr. Weil es ging nicht. Das war nicht meine Trixie. Und dann habe ich sie in die Ecke gestellt. Lange nach Zeit. Und da steht sie heute noch. Einsam und allein.